Wenn es im Darm stinkt, dann gibt es dort sicherlich Fäulnisprozesse. Wie kommt es dazu? Es geht um die Frage von Fäulnisprozessen im Darm. Normalerweise soll ja all das, was wir gegessen haben, im Dünndarm verdaut werden und auch das Wesentliche daraus aufgenommen werden. Es bleibt also ziemlich wenig für die Dickdarmflora übrig, bis auf diese komplexen Kohlenhydrate und die Faserstoffe. Natürlich sind auch noch ein paar Mineralstoffe da drin, aber die Aufschlüsselung der Fette, der Eiweiße und der normalen im Dünndarm zu resorbierenden Kohlenhydrate, wofür wir eben unsere Amylasen haben, sollten abgeschlossen sein. In dem Moment, wo es nicht gelungen ist, über ausreichend Magensäure, über ausreichend Verdauungsenzym aus der Bauchspeicheldrüse, Hinzumischung von Gallenflüssigkeit und Aktivität der Enzymsysteme in den Vergrößerungen in den Krypten des Dünndarms, erreichen diese Nahrungsmittel weniger gut verdaut den Dickdarm. Hey Party, endlich gibt's mal was. Jungs, kommt her, wir machen einen drauf. Das ist aber keine Verdauung mehr. Das ist ein Fäulnisprozess. Und bei diesem Fäulnisprozess entstehen biogene Amine. Okay, die kann man auch essen. Dazu gehört sowas wie Tryptophan, dazu gehört so etwas wie Histamin, die man also in Nüssen, in Schokolade zum Beispiel findet. Und natürlich auch in geräucherten, luftgetrockneten Waren. Und das entsteht jetzt in diesem Moment auch noch im Dickdarm. In einem Maß, wie es für sie ungesund ist. Und darauf muss der Körper reagieren. Und das tut er im Zweifel mit einer pseudoallergischen Reaktion. Unabhängig davon können natürlich auch noch Skatole, Indikane, also Fuselalkohole entstehen, die im Grunde genommen auch resorbiert werden und dann die Leber mit diesen Alkoholen belasten, die also auch entgiftet werden müssen. Das kann man im Urin messen, ob das so ist. Man kann auch das Histamin im Stuhl messen. Man kann auch die totale Histaminabbaukapazität messen. Natürlich gibt es auch die Deaminooxidase-Aktivität. Aber ich habe festgestellt, dass diese Messung nicht bei jedem Patienten wirklich etwas aussagt über die Verträglichkeit von Histamin. Man kann natürlich auch das Methylhistamin im Stuhl, im Urin auch noch messen, sodass man also die Fragestellung, ist es jetzt ein Histaminproblem oder nicht, ziemlich gut einengen kann und ist es ein Fäulnisprozess, der zu Histamin- und biogenen Aminbildung führt oder zu Skatolen, Indikan, Fuselalkoholen führt, kann man auch laborchemisch erfassen und kann hinter dieser Frage dann auch irgendwann eine Antwort setzen und entweder einen Haken dahinter setzen oder es ganz konkret angehen.